hier ist Jacqueline von My Healthy Spirit. Ja, was soll ich sagen? Es ist mitten in der Nacht und ich wollte eigentlich schon jetzt schlafen gehen, aber plötzlich kam mir in den Sinn ein Rezept von einem wunderbaren Schokoladenkuchen, den ich schon mal vor längerer Zeit gemacht habe. Und ich hatte da jetzt eine Inspiration für neue Ingredients. Vor allem wollte ich einen Kuchen jetzt machen, der absolut nussfrei ist. Weil ja in den meisten Rohkostkuchen einfach ganz viele Nüsse drin sind, wollte ich jetzt einfach einen Schokoladenkuchen machen, der absolut nussfrei ist. Und natürlich auch, wie gesagt, Laktose, eifrei, glutenfrei etc. Aber das versteht sich aber Raw Cakes. Und das ist ein ganz spezieller Schokoladenkuchen mit einer... Ich hatte früher so gern Nocker gemocht und dieses Nocker-Schock, das innen einfach diese knackige Schokoladen, diesen knackigen Schokoladenkern hatte. Und das möchte ich jetzt einfach auf diesen Kuchen drauf machen, so einen ganz knackigen Schokoladenboden obendrauf. Genau, diese Zutaten braucht ihr dafür. Für den Boden nehmt ihr eine Tasse gekeimten Buchweizen, drei Datteln, und ein Esslöffel rohe Kakaonibs. Für die Tortenmasse braucht ihr 5 Esslöffel geschmolzenes Kokosöl im Wasserbad geschmolzen, dann 3 Tassen gemahlene Erdmandeln, 5 Datteln, eine halbe bis dreiviertel Tasse rohes Kakaopulver und dann special als Superfood 1 Teelöffel Lokuma und 1 Teelöffel Maca-Pulver und 3 gehäufte Esslöffel leckerer hoher Honig. Für die leckere Nougat-Schockdecke nehmt ihr auch Kokosöl geschmolzen, ungefähr 6 bis 8 Esslöffel, wenn ihr die Decke dicker haben wollt, dann einfach mehr. Dann rohes Kakaopulver, ungefähr 5 Esslöffel und 3 bis 5 Esslöffel Honig oder Kokosblütenzucker oder Xylitol. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Boden an. Dafür nehmt ihr einfach den Buchweizen, gebt ihn in den Mixer rein. Und die anderen Zutaten, die Datteln und die Kakaonibs, auch in den Mixer rein. So. Und dann macht ihr den Deckel drauf und mixt das Ganze zusammen. Eventuell braucht ihr auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Genau. Ich gebe jetzt hier minimal nur ein bisschen Wasser noch dazu, damit der Teig ein bisschen cremiger ist. So. Und mix das Ganze nochmal durch. Zusätzlich, weil mir einfach gerade danach ist, gebe ich noch einen halben Teelöffel vom leckeren Rohkosthonig rein. Wenn der reingehen würde. So. Und mix das Ganze nochmal durch. So, das ist eure fertige Bodenmasse. Und die kommt jetzt einfach hier drauf auf den Tortenboden. Und ich brauche jetzt gerade meine zweite Hand dazu. Ich habe nämlich heute kein Stativ. Deshalb kommt jetzt einfach auf den Tortenboden und das mache ich gleich nochmal. Also, die Bodenmasse habe ich jetzt einfach ganz dünn festgedrückt, einfach mit der Hand. So auslegen, dass es ganz dünn ist und die kommt jetzt einfach für, ja, einfach so lange, bis wir die Tortenmasse fertig haben, kommt die jetzt in den Kühlschrank. Für die Tortenmasse nehmt ihr einfach alle Zutaten und gebt sie wieder in den Mixer. Das heißt, da sind schon drinnen, hier einmal die Erdmandeln, dann die Datteln inklusive Lokuma und Maca-Pulver. Genau. Dann
Hier, einmal unsere leckere Kakaopulver. Genau. Und dann noch die 2 Esslöffel Honig. Und das Kokosöl. Nachdem ihr die Masse gut vermixt habt, eventuell, falls sie zu trocken wäre, noch ein bisschen Kokosöl nachgegeben habt und einfach ordentlich auch im Mixer umgerührt habt, seht ihr hier die fertige, leckere Schokomasse. Die kommt jetzt hier drauf, auf den Tortenboden, den wir schon vorbereitet haben. Genau. Die kommt jetzt hier drauf und wird jetzt auch wieder hier festgedrückt. Wenn ihr das gemacht habt, sieht das schon so lecker aus. Und jetzt machen wir uns an das tolle Nogger Shock Topping. Dazu nehmt ihr das geschmolzene Kokosöl. Ich habe das jetzt hier, gebe das einfach da rein, wo wir die Tortenmasse schon gemacht haben. So. Nehmt das Kakaopulver. Und ich nehme jetzt hier Kokosblütenzucker. Aber wie gesagt, Honig und Xylitol sind auch in Ordnung. Wenn ihr alles ordentlich umgerührt habt, kommt diese ganz leckere Schokoladenmasse raus und die gebt ihr jetzt einfach hier über euren Kuchen drüber, ganz glatt verstreichen. Ja, so lecker sieht das schon aus. Mich lacht es gerade an und ich gebe jetzt hier einfach noch ein paar rohe Kakaonips drüber. So. Genau. Und dieses leckere Teil kommt jetzt in den Kühlschrank für mindestens 15 Minuten, wenn ihr es so lange aushalten solltet. Ihr könnt natürlich auch noch ein dickeres Topping machen. Dann nehmt einfach die doppelte Menge von Kokosöl, von Kakaopulver und von Honigxylitol oder Kokosblütenzucker. Genau, ich gebe das jetzt in den Kühlschrank und wie es aussieht, seht ihr jetzt gleich. Hier ist sie nun, die leckere Torte, Schokolade mit Nogger Shock Topping. Ja, ich bin ja gestern eingeschlafen, weshalb ich dieses Video jetzt erst am Morgen mache. Aber ja, ich werde mir gleich hier ein leckeres Stück genehmigen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt euch bei meinem YouTube-Channel ein und klickt bei meiner Facebook-Seite My Healthy Spirit auf Gefällt mir. Genau, bis bald und ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf Nachricht von euch. Bis bald mit dem nächsten Rezept. Ciao!